Viparita Pada Prasaranasana ist eine Bezeichnung für die sitzende Grätsche. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Sitzhaltung mit gestreckten Beinen. Von hier gibst du die Beine auseinander. Was bei dieser Stellung noch charakteristisch ist, dass du auch die Fußinnenseite ganz auf den Boden gibst. Deshalb ist es eben auch Viparita. Also nicht nur Padaprasarana. Padaprasarana ist ein anderer Ausdruck für Vistrita Pada, also Grätschbein. Es ist auch Viparita Padaprasaranasana, also wirklich die Fußinnenseite auf dem Boden. Diese Stellung ist eine Stellung, welche die Hüftflexibilität stark verbessert. Der Swami Yogeshwaranand in seinem Buch First Steps to Higher Yoga sagt auch, diese Stellung ist eine gute Stellung für die Nerven der Geschlechtsorgane. Gut, er schreibt sogar die Nerven der Hoden. Das klappt nur beim Mann. Stärkt aber auch alle Sexualorgane, gibt Linderung für alle Hernien und ist auch gut gegen die Vergrößerung der Prostata. Außerdem verhindert sie alle Nierenprobleme, Blähungen und eine Schwäche aller Genitalorgane. Also charakteristisch, also Fußinnenseiten auf dem Boden und ein leichtes nach unten Kippen des Beckens, wie es Raffaella so zeigt, dass also letztlich die Geschlechtsorgane den Boden dabei berühren.